Heute geht es um unsere älteste Städtepartnerschaft, und zwar mit der französischen Stadt Argenteuil. Sie ist über 60 Jahre alt und wird hoffentlich noch ewig lange dauern, weil es macht richtig Spaß mit Argenteuil. Sehr interessant ist es auch, wie die Städtepartnerschaften so entstanden, und bei Argenteuil war es folgendermaßen. Am 12. Oktober 1959 unterzeichneten Maria Dank, Oberbürgermeisterin der Stadt Dessau, und Victor Dupuy, Bürgermeister der Stadt Argenteuil, den Freundschaftsvertrag im Rathaus Dessau. Seit diesem Zeitpunkt gehören beide Städte der Weltföderation der Partnerstädte, kurz FMVJ, an. Das ist eine Zweckorganisation, deren Grundsatz nicht nur das gegenseitige Kennenlernen von Kommunalpolitikern und kommunalen Einrichtungen ist, sondern vor allem folgende Ziele festsetzt: Die Erhaltung des Friedens, die gegenseitige Achtung, die Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten eines souveränen Staates, die Ausschließung jeder Diskriminierung auf religiösem, weltanschaulichem, rassistischem Gebiet und viele andere humanistische Gesichtspunkte. Und nach diesen Richtlinien halten wir uns nach wie vor und bauen stets und ständig auch diese Städtepartnerschaft intensiv aus. Zur Gründung dieser Städtepartnerschaft Ende der 50er Jahre waren wir in Dessau, weiß Gott, nicht allein mit einer französischen Städtepartnerschaft. Das passierte deutschlandweit in diesem Zeitraum. Ein Hintergrund war auch die lange zuvor bestehende Erzfeindschaft zwischen den Franzosen und den Deutschen. Dem wollte man endlich ein Ende setzen und dachte sich, durch die Begegnung der Völker wächst auch die Verständigung und damit auch die Möglichkeit, Freundschaften zu schließen. Und ich denke, das hat auch ganz gut funktioniert. Bemerkenswert wäre vielleicht auch noch, dass es nicht nur in der damaligen DDR diese Städtepartnerschaften gab, in Frankreich, vorwiegend dann natürlich mit kommunistisch geführten Städten, sondern das war eine gesamtdeutsche Erscheinung, also auch in den heutigen Altbundesländern. Auch da waren sehr, sehr viele Städtepartnerschaften in den 50er, 60er Jahren mit französischen Städten entstanden. Bis 1990 reduzierte sich die Städtepartnerschaft, was die direkten Besuche anging, mehr auf die Seite, dass die französischen Freunde zu uns nach Dessau kamen, sei es mit offiziellen Delegationen der damaligen Bürgermeister oder deren Stellvertreter, Kulturfunktionären oder überwiegend auch Gewerkschaftsfunktionären. In der Gegenrichtung war lediglich der ein und andere Besuch, sehr, sehr selten allerdings, dann der Oberbürgermeisterin in Argenteuil, und mal die ein und andere kleinere Delegation, aber so wie wir das uns heute wünschen und auch so realisieren, so war es damals noch nicht. Der direkte Kontakt zwischen den Bürgern in den unterschiedlichsten Bereichen, der fand dann wahrlich erst ab 1990 statt und da aber dann auch schon recht bald sehr intensiv. Thank you.
Das betraf zum Beispiel den Bereich der Schulpartnerschaften. Die Regenbogenschule hat in Argenteuil seit etlichen Jahren einen sehr verlässlichen Partner. Sie besuchen sich wirklich regelmäßig, immer im Ping-Pong-Prinzip. In einem Jahr kommen die französischen Gäste hierher, im Folgejahr erfolgt der Gegenbesuch. Und dann wird immer viel Sport getrieben gemeinsam. Das hat schon fast olympische Elemente. Es wird auch so intern als paraolympische Spiele bezeichnet. Aber sie wollen natürlich auch gegenseitig wissen, wie lernt ihr, wie wohnt ihr, wie lebt ihr, was sind eure Hobbys und so weiter. Alles, was halt eben junge Leute voneinander gerne wissen möchten. Ein weiterer Bereich liegt dann in dem Bereich Tanz, Tanzsport. Das ist eine sehr, sehr intensive Geschichte, besonders in Argenteuil. Dort veranstaltet man jährlich ein Treffen der Partnerstädte mit Tanzgruppen. Also Argenteuil lädt alle seine Partnerstädte dann ein zu einer großen Tanzgala und sowohl die Tanzgruppe schaut hin, als auch die Tanzgruppe Holiday waren dort viele Jahre schon vertreten und vertreten somit auch unsere Stadt dort, weil das war für Argenteuil der Höhepunkt in der städtepartnerschaftlichen Begegnung. Und begegnen tun sich nach wie vor auch jedes Jahr die Wassermodellsportfreunde von Argenteuil und von Dessau-Roßlau. Es findet dort in Argenteuil jährlich eine große Messe von Wassersportfahrzeugen statt und dort sind dann unsere Freunde dieses Sports dann auch vertreten und da wird auch viel angeschaut, viel Erfahrungsaustausch findet statt. Man macht einige Rennen sogar. Also es ist eine rundum schöne Geschichte, die schon einige Zeit andauert und auch noch sehr, sehr viel Zukunft hat. Wir haben jetzt noch vor einigen Jahren die Bürgerreisen auch nach Argenteuil durchgeführt. Die Bürgerreise war schon ein großes Erlebnis für alle Beteiligten, auch für die Gastgeber in Argenteuil. Wir haben sich sehr gefreut, dass wir gekommen sind mit einer großen Busladung. Wurden auch ordentlich und bestens im Rathaus vom Bürgermeister Georges Martron empfangen. Es gab einige Ansprachen, es gab ein Gläschen zur Begrüßung und schon die ersten Dialoge zwischen Argenteuil und Dessau-Roßlau. Stadtbesichtigungen folgten. Argenteuil ist eine etwas größere Stadt als Dessau-Roßlau, sowohl mit einem sehr großen Neubauanteil, aber auch einige ältere Bauwerke gibt es dort zu besichtigen, die sehr viel älter sind als unsere Stadt. Einen sehr, sehr schönen Weinberg gibt es in Argenteuil. Und dann ist natürlich die Nähe zu Paris einfach wunderbar. Man braucht bloß über die Seine und schon ist man im Trubel der französischen Hauptstadt. Es gab viele Erlebnisse in Paris, aber auch um Paris und Argenteuil herum. Wir haben zum Beispiel auch den Vorgängerpark oder Vorlagenpark des Wörlitzer Parks oder eines Teils des Wörlitzer Parkes besichtigt. Und dieser sogenannte Rousseau-Park ist gar nicht weit weg, keine 20 Kilometer von Paris. Und dort befindet sich die originale Rousseau-Insel, also nach der dann auch die in Wörlitz angelegt wurde. Ein großer Aha-Effekt für unsere Mitfahrer. Und auch ein traumhafter Spaziergang durch diesen wunderschönen Park, das musste natürlich sein, gehört zu so einem Programm dazu. Wir hatten prima Wetter, alle haben sich gefreut und freuen sich bestimmt auch, wieder dorthin zu fahren. Es gibt noch viel mehr dort zu erleben und zu sehen. Also es gibt noch viele Ideen, Bürgerreisen. Wir freuen uns auf die nächste.